Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Gefühlt eine Ewigkeit später, nachdem wir stundenlang alles Mögliche angeklickt haben. Haben wir herausgefunden, was wir wo klicken müssen. Das ist so damit dämlich. Damit etwas passiert. Du bist falsch. Ja, ich brauche ja erstmal meinen Gang. Wohin muss ich nochmal? Du musst. Nochmal runter? Ja. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Und runter der Raum. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Wir haben weil das so ist viel geklickt und gemacht und gedönst. Und es ist so unlogisch. Es ist total logisch. Ihr werdet gleich das Video sehen und denken so, ach so, klar, ja, natürlich. Da, so war das. Das macht voll Sinn. So offensichtlich. Einfach in der Mitte irgendwo, ne? Oder? Ich denk mal. Ich glaube, es war hier. Ja, da seht ihr auf einmal einen Katzenkopf, weil ich so ein Päckelchen in der Mitte vom Raum loslasse. Und das anscheinend da hochfliegt. Weil Puder, wenn man den ausstreut, ja immer nach oben steigt. Ja, und wir werden davon auch nicht betroffen, weil... Weil wir nicht in dem Artenbereich sind. Nee, weil wir eine ganz schlimme Nasennebenhöhlenvereiterung haben. Ja, das macht mehr Sinn. Also, als wir das verstreut haben, hieß es, es wird auf einmal ganz still. Alumala. Ad-Pirate-Menschen, der Chefe. Piratenmännchen. Ich weiß auch nicht, was ich gerade habe. Jedenfalls liegt er da und schläft. Guck mal es mal einmal an. Der Captain schnarcht friedlich in seinem Bettchen. Der gute Captain. Wobei Bank, also in seiner Koje. Ja. Die anderen interessieren uns jetzt mal nicht. Wir gehen mal einfach, guck mal, liegt noch einer zu schlafen. Und wenn wir hier oben sind, dann müssten wir doch jetzt eigentlich... ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas nehmen können. Ich glaube, man musste dann gleich wegfliegen, ne? Verschlafen sei, da ist ja auch nichts. Dann würde ich jetzt die Adlerfeder benutzen und kombinieren. Und du? Probier's aus. Und dann fliegen wir weg. Vom Piratenschiff an Land. Da ist ein Hai. Du hast es geschafft an die Küste von Daventry, doch deine magische Essenz ist jetzt leer. Dann speichern wir am besten. Willst du es Daventry Trent nennen oder Dahem? Mach. Daventry? Ja. Schon ordentlich, ne? Schon was seriös. Schreibt man das nicht anders? Ich dachte, man schreibt es so, aber keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Nur mit A. Daventry. Devon. So wie Devon, weißt du? Der Name. Ja, ja. Naja, gehen wir mal da rum. Da ist ein Weg, dem folgen wir, oder? Jo. Okay. Geht das da rund, oder was? Hier so. Das sieht fast so aus, ne? Als würde es da um eine Kurve gehen. Und die Vögel zwitschern. Tidli, tidli. Tidli. Aber du würdest auch nach links gehen, jetzt nicht nach rechts, oder? Ich würde einfach mal nach rechts gehen und gucken, was da ist. Okay, dann machen wir das. Sterben bestimmt. Geht anscheinend nicht weit, oder? Hm. Dann ist keine große Frage, wo wir lang gehen. Ja. Dann gehen wir nach links. Kam jetzt nicht irgendwie noch der Yeti später? War das in dem Teil mit dem Yeti? Irgendwo war dann ein Yeti. Ist bekletterbar? Try approaching the rock from another angle. Try von hier unten hochklettern. Scheinbar. Scalable heißt doch bekletterbar oder so. Okay. Das hast du toll gemacht, Alexander. Sehr schön. Richtig sportlich und schön so. Schön geklettert. Beeindruckend agil. Mhm. Das kommt von der vielen Sklavenarbeit. Ich habe mich
Was ist denn das da für ein Film? Ist das ein Pappvogel? It's an owl wearing a waistcoat and monocle. Eine Eule mit einem Monokel und einer Jacke und einer Weste. Natürlich kann er sprechen. Wie heißt denn der? Komisch weiß ich mag ihn, aber die meisten Leute, wenn du so guckst in den Sierra Fangruppen, die hassen Cedric. Die Eule heißt Cedric? Ja, Cedric die Eule und die ist irgendwie komischerweise sehr verhasst. Das ist nur Ziege. Die Bergziege ist ihr eigener König. Also, ja, ist doch schön für die Bergziege. Jetzt ist sie weg. Jetzt geht sie weg. In ihr eigenes Königreich. Der guckt uns auch hinterher, der Eulerich. Cedric, die Eule. Aber machen tut er nichts. Da ist ein kleiner Bach. Ich speichere da. Ich kenne mich. Dann speichere ich jetzt richtig da, Daventry. Hast du gegoogelt, wie es geschrieben wird? Das kommt mir aber jetzt selbst falsch vor. Eher so, oder? So sieht es besser aus, ne? Okay, wenn du meinst. Ich denke. Oh, okay. Egal. Was war denn jetzt? Ich dachte, es ist was passiert mit dem Wasser. Weißt du, dass ich bei dem Wasser irgendwie weiß was nicht. Was ist das da für ein Ast? Grapples with a rock as it attempts to thrive in this frigid environment. Der Baum krabbelt mit dem Rock. Ein Baum kuschelt sich an den Felsen in seinem Versuch, die unfreundliche, kalte Natur da zu überdingsen stehen. Ich würde sagen, bevor wir da reingehen... Kommt der Yeti. Oder kommt so ein Vieh wie aus Star Wars. War das der Teil mit dem Yeti? Ich würde sagen, da kommt gleich der Yeti. As you make your way through the mountains, you suddenly notice something approaching you in the distance. Also okay. Etwas, was nicht so freundlich aussieht, kommt auf uns zu. Oh. Oh, ein warmes Mahl. Okay. Jetzt, mach dich nicht aus dem Weg. Gehen wir da rein, oder? Mach mal den Ton ein bisschen leiser. Ist gerade irgendwie sehr laut. Jo. Hast du mir auch Gewürze mitgebracht? Ich hab keine mehr. Du schüttelst deinen Kopf. Macht keinen Unterschied. Gewürze. Der da wieder? Das wieder? Schlafpulver, probier's aus. You quickly pour the remaining sleeping powder on the floor. You hope there's enough left to affect the Yeti. Schnell schüttest du das Schlafpulver auf den Boden und hoffst, dass genug ist für die Neti. Wir gehen schon mal. Und schläft. Okay. Das war alles mit dem Yeti? Das war ja einfach. Aber da fällt mir was ein. Was denn? Der Yeti schläft friedlich und träumt von seinem nächsten Mal. Du Yeti. Jo, Reinhold. Du kannst dich mal wieder rasieren. Alles klar, Reinhold. Oh, bist du ein lauter Yeti. Ach ja, ich mochte den Yeti mal bei der Bulli-Parade. Da ist aber nichts, ne? Das ist einfach nur hier so ein zwei Gänge da, die ihn ins Nirgends führen. Wollen wir den Yeti rasieren? Was willst du machen? Rasieren? Wir haben keinen Rasierer. Selbst wenn du ihn hochheben könntest, wirst du nichts bekommen außer einen Leistenbruch. Richtig. Also bringt nichts, oder? Okay, dann gehen wir mal wieder. Dann gehen wir mal wieder. Speichern? Ja, ja. Falls wir irgendwo runterfallen oder sowas. Ja, dann gehen wir halt den Weg weiter, ne? Mhm. Da geht's wahrscheinlich nicht, also hier lang. Glück. Oh Gott, dann doch erinnere ich mich noch. Ja, das war nervig. War das nicht irgendwas mit Portalen? So dummen... Ja, das ist irgendwie total dämlich. Da gibt's eine Reihenfolge, durch die du durch musst, um das... Wie viele? 5 Stück sind's. Wicker? Lieb sein? Gehen wir erstmal in das hier rein, anders bleibt uns ja nicht. In das erste Loch. These caves are really dark, but you diese Höhlen sind sehr dunkel. Doch du spürst einen Luftzug aus zwei verschiedenen Richtungen. Was? Welchen Weg willst du nehmen? Ersten oder zweiten? Okay.
Und jetzt? Da geht's ja nicht weiter, ne? Hat dir viel gebracht? Ja, hat mir mega viel gebracht. Second. First. Jetzt bist du wieder da. Klingt ja echt viel hier. Mein kleiner Förster. First. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich bin verwirrt gerade. Ich würde das gerne neu anfangen. Wo müssen wir überhaupt hin? Weiß ich nicht. Also, von hier kamen wir, ja? Ja. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich denke, wir müssen hier unten irgendwo rauskommen. Wahrscheinlich, dass man da weitergeht zur Seite, oder? Ich weiß es nicht. Okay.